Liebe Zuschauer des Deutschlandkuriers, wenn der Wählerwille und jegliche demokratische Geflogenheit wieder völlig ad absurdum geführt werden, dann war wohl Wahl in Thüringen. Ich begrüße Sie zum Thüringen-Report. Die Landtagswahl liegt hinter uns und die AfD hat einen fulminanten Sieg eingefahren. Mit 32,8% der Wählerstimmen hat sie ein Drittel erreicht, hat die Sperrminorität bzw. die Gestaltungsminorität in Thüringen erreicht. Aber wie wir es aus Thüringen gewohnt sind, hat das Kartell der Altparteien damit natürlich ein Problem und führt alle demokratischen Gepflogenheiten ad absurdum. Beispielsweise nächste Woche Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Landtages wollen sie keinen AfD-Landtagspräsidenten wählen, obwohl dieser der stärksten Fraktion zusteht, was in diesem Fall die AfD ist. Das ist ein ganz neuer Tabubruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es gab es noch nie, dass die stärkste Kraft im Land den Landtagspräsidenten nicht gestellt hat. Die etablierte Presse erklärt jetzt dem Bürger, wie die Demokratie eigentlich funktioniert und dass die demokratischen Gepflogenheiten nicht in Stein gemeißelt sind. Das ist natürlich völlig absurd. Wir bestehen auf unser Recht. Der Wähler hat uns das scharfe Schwert der Gestaltungsminorität in die Hand gegeben. Der Wähler hat uns mit Abstand zur stärksten Kraft gemacht. Dementsprechend bestehen wir natürlich auch auf den Landtagspräsidenten. Dass die CDU als Zweitplatzierter mit fast 10% Abstand zum Erstplatzierten sich als Wahlsieger bezeichnet, das zeigt auch das Unverständnis gegenüber demokratischen Gepflogenheiten. Das zeigt vor allem auch, dass sie die Brandmauer aufrechterhalten wollen, die es auf kommunaler Ebene schon lange nicht mehr gibt. Und wer sich selber als Sieger der demokratischen Mitte bezeichnet, der hat die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland absolut nicht verstanden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ihr werdet nächste Woche wieder von mir hören. Nächste Woche Donnerstag die konstituierende Landtagssitzung. Wir gehen rein. Unsere Kandidatin ist Wiebke Musal. Die soll für uns, für die AfD-Fraktion, die Landtagspräsidentschaft übernehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis nächste Woche.